Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, Session, vor allen Dingen auch 7 Days to Die. Wir wollten uns, glaube ich, darum kümmern, unser Nachbarhaus hier mal ein bisschen hordenfein zu machen. Und ja, jedenfalls steht das so auf meinem Zettelchen. Und ja, wir sind infiziert, da können wir nichts gegen machen, aber unser Leben sieht nicht gut aus, und da hat uns ein Kommentar erreicht von... Oh Mist, ich bin so schlecht mit Namen. P-Aulchen, Paulchen, P-Aulchen. Genau. Ja, wir sollen uns doch, oder wir könnten uns doch mit dieser ganzen Aloe hier mal ein paar Heilbandagen machen. Und, ja, eigentlich wollte ich sie anpflanzen, aber du hast voll und ganz recht. Wir haben hier so viel. Das können wir ganz geschmeidig denn einfach mal umändern. Außerdem sind wir ja hier direkt an der Wüste, kriegen wir jederzeit Nachschub. Das sollte doch alles funktionieren. So. Recipes. Was brauchen wir dafür? Kloss, das war klar. Reißen wir die dafür auf. Ja. So, was brauchen wir noch? Die Spikes. Keine Spikes. Ach, die Spikes haben wir schon. 62 Stück. Dann wollen wir doch mal. Nicht wehtun. Und ab dafür. Ich weiß nicht, ob wir hier drüben schon mal gesäubert hatten. Ich meine nicht. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal dran. Da auch. Oh ja, da oben ist ein Fenster offen. Und da hinten die Tür. Waren wir hier auch komplett durch? Ach, hallo. Kommst du denn her? Unkontrollierter Zombie-Spawn. Also ich habe mich ja so langsam an die Sleeper gewöhnt. Ah, den habe ich gerade nicht gesehen. Der ist da gespawnt, oder? Naja, egal. Nicht unser Bier. Dann gucken wir hier rein. Hallo? Ich glaube, hier haben wir uns letztes Mal so schön verjagt. Wie sieht es hier oben aus? So, bevor ich jetzt noch einen auf die Mütze kriege, gucken wir mal schnell hier rein. Schade, oder? 15 Sekunden. Okay. Dann ist das so. Hier ist frei. Dann gucken wir noch mal nach oben. Hallo? Hallo, hallo? Entschuldigen Sie? Sehr gut. Dann waren wir hier ja doch schon einmal durch. Den können wir nämlich hier weghacken. Hacke die Hack. Also ich weiß gar nicht, ob es mich jetzt großartig stört, dass es hier unten offen ist. Naja, Spikes wollte ich, glaube ich, eh nur hier drin verteilen, nicht unbedingt draußen. Draußen können sie sich ruhig totkloppen. Mir eigentlich Wumpe. Geht das hier schneller? Das dauert ein bisschen. Naja, hier würde ich auf jeden Fall zumachen wollen, dass die hier nicht direkt reinfliegen. Das war klar, dass ich jetzt schon wieder kein Holz habe. Kannst du mal bitte weggehen? So, und dann fangen wir mal an. Also eine Reihe mache ich hier außen rum, aber dann war es das. Moment. Gut, das war drehen, das wollten wir nicht. Autsch. Moment, was ist denn, wenn ich die... Nein, das machen wir einfach so. Zack.
Bereiten wir das Ganze schon mal vor. So, dann möchte ich da oben auch noch mal ein bisschen Wood Frames setzen, dass ich da dann rumlatschen kann. Ach Mann. Nehmen wir hier erstmal, machen wir hier erstmal frei. Ach, gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ach, das geht schnell. Ja, das ist dann nämlich unser Plan, dass wir denn dieses Haus hier erstmal für die ersten Hordennacht in Beschlag nehmen. Und ja, soweit ich. Ach du Kacke. Aua. Wolfshorde. Aua, aua. Geh weg. Lauf, 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 lauf. Alter. Spannung. Auf den letzten Metern. Schade. Ja gut, wenigstens haben wir jetzt wieder halbvolles Leben, glaube ich. Spawn on my bed. Es war so klar, dass die jetzt noch mal kommen müssen, ne? Die ollen Schweine. Seid dahin. Da hinten. Können wir dich wegsnipern? Ach, zu kurz. Höher. Da so. Das war Nummer 1. Ich höre hier mehr. Ich weiß, hier sind mehr. Wie weit runter kann ich gehen? Komme ich da ran? Sehr schön. So, den nehmen wir mit. Das ist soweit in Ordnung. Ich würde ganz gerne da drüben das Haus weitermachen. Ach, der hat sich hier reingefressen, halt. Na egal. Gehen wir jetzt erstmal hier rüber. Hier war noch nicht irgendwo auch noch einer. Bleib doch mal stehen, du. Komm doch mal her hier. Kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, danke. Einfach geradeaus laufen. Dankeschön. Bist du tot? Gut. Das ist Fleisch, das ist gut, das nehmen wir mit. Aber ich weiß trotzdem, dass das drei waren. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass das drei waren. Und das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Hallo, hallo? Ach, guck mal hier. Ha! Hat die Verteidigung doch direkt seinen Nutzen gezogen. Praktisch. Ja, das ist gut. So viel dazu. Ach, vier.
können wir uns ja mal wieder richtig schön was zu essen kochen. Die Spikes sind gar nicht schlecht, wa? Was ich mich erinnere, waren die mal schlechter. Wenn die jetzt die Wölfchen da einfach mal eben so wegnatzen. Ja. Hier noch ein bisschen. Zack, hier unten. Ja, ich weiß, gleich ist es Nacht. Gleich können Zombies laufen. Äußerst ungünstig, aber ist halt so. Jetzt haben wir uns natürlich die Wege alle zugebaut. So war das jetzt nicht geplant eigentlich. Gut, dann machen wir von da eins, zwei, da so. Hoch, hoch. 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 So, dann sind wir heute erstmal hier. Das ist natürlich äußerst blöde. Das dauert Ewigkeiten. Aber dieses Metalldach, das zumindest das obere, würde ich ganz gerne weghaben, damit ich hier vernünftig drauf laufen kann. Also ja gut, jetzt könnte man natürlich sagen, ich setze mir die einfach hier hin. Der Vorteil von den Woodframes ist halt, ich kann da durchschießen, ich kann da durchgucken. Und es sind in der ersten Horde sowieso noch keine Spucker oder Spider-Zombies dabei. Weswegen ich einfach ganz charmant sagen kann, das stört mich einfach gar nicht. Zack. Jetzt gehen wir dann nochmal hier rein. Was ist denn jetzt mit dieser Aloe und dem Stoff passiert? Habe ich das noch? Ach, zum Glück. Wie, dein Ernst jetzt? Ach, haben wir ein Schwein, das hier noch ein bisschen Holz rumliegt, ha? Kann ich doch bestimmt hier mit. Seht ihr überhaupt noch was? Ich nämlich nicht mehr so viel. Och, dein Ernst, ist die Fackel drüben. Das tut mich jetzt ja leid. Ich könnte natürlich mal in den Videooptionen hier ein bisschen hochdrehen. Nur für euch. Damit ihr auch ein bisschen was seht. Denn ich weiß ja, Seven Days ist ein sehr dunkles Spiel. Sehr düster, könnte man sagen. 4 Level Abzug. Das sollten wir lieber einschmelzen, was? Ich glaube, vor der Horde kommen wir aber nicht nochmal dazu. So, die brauchen wir jetzt noch gar nicht benutzen. Aber die können wir uns da unten reinpacken. Haben wir... Ja, dann können wir das wegpacken. Nehmen das hier. Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das so dunkel ist. Aber wir werden jetzt hier die Nacht über einfach mal ein bisschen klopfen müssen. Um die Nacht mal sinnvoll zu nutzen, sage ich jetzt mal. Und dann hoffen wir einfach mal, dass uns hier keiner besuchen kommt. Dann würde ich hier drin ganz genau noch ein paar Spikes verteilen, falls sie sich denn hier reinkloppen, dass die dann hier auch noch beschäftigt werden. Allerdings haben wir halt nicht mehr so viele, ne? Bis hin zu gar keine mehr.
Hat's einmal rumgereicht und das war's? Oder habe ich die aus Versehen gescrapped? Bin ich doof? Ihr werdet es mir bestimmt sagen können. Kriegen wir wenigstens noch mal ein paar Steinchen dazu. Es wird dringend Zeit, dass ich hier noch mal ein bisschen skillen kann, ne? Wie sieht denn das hier aus? Mining Tools. Level 5. Brauche ich Level 10. Dann kostet mich das auch noch 10 Punkte. Für Mining Tools habe ich jetzt hier das Falsche, ne? Das sind, glaube ich, Construction Tools mit der Steinaxt. Wenn ich mich nicht falsch entsinne. Aber egal. Level up, das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben ein paar Pünktchen. Pünktchen zu verteilen sind immer gut. Allerdings hilft uns das nicht bei den Mining Tools. Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich schmeiße 5 Punkte da rein, aber das mache ich äußerst ungerne. Aber bis auf die Axt habe ich, glaube ich, gerade keine Mining Tools. Und ich weiß noch nicht mal, ob die Axt dazu zählt. Zählt die Axt als Mining Tool? Of this group, ja, gut. Also ich brauche halt hier Mining Tools 10. Dafür kriege ich denn hier mehr Block Damage und weniger Stamina Verlust. Das finde ich ja gut. Ich glaube, das werden wir jetzt auch einfach machen. Ich mache es äußerst ungern, aber ich müsste mir jetzt erstmal eine Pickaxe noch craften. Und die habe ich halt noch nicht. Und deswegen sage ich, machen wir das jetzt einfach so. Jetzt hätte ich natürlich mal darauf achten können, wie viel Block Damage ich vorher hatte. Um jetzt mal so einen direkten Vergleich zu haben, wie viel mir das jetzt genau bringt. Oder gebracht haben soll. Komm, die reparieren wir jetzt erstmal. Block Damage 26. Und Block Damage 31, also läuft es schon mal wieder besser. Ja, so kann man doch ein bisschen mitarbeiten. Das klappt doch schon besser. Ja, hier, Construction Tools ist das hier nämlich. Ist aber ganz gut, denn dürfte nämlich mein Tool Smithing auch bald mal wieder skillbar sein. Ich weiß jetzt auch eigentlich gar nicht, warum ich das hier auch noch weghacke. Aber es ist mir so unsicher. Nachher backen die sich hier noch irgendwie hoch und dann ist Dreck am Stecken. Äußerst ungünstig. Aber es ist schon mal gut zu sehen, wie massiv die Blöcke hier sind. Denn haben die Zombies ja die gleichen Probleme wie ich jetzt. Das wird so eine reine Nachtfolge hier. Ey, das tut mir echt leid, Leute. Das habe ich nicht bedacht. Ich bin wirklich reingegangen, habe nochmal kurz rechts, links geguckt und gesagt, direkt weiter jetzt. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ganze Folge in der Nacht, das ist echt ärgerlich. Was soll man machen? Es gehört mit zum Spiel, es ist dabei, ihr kennt es alle. Von daher glaube ich, nehmt er mir das nicht allzu übel. Was können wir noch machen? Können wir hier daraus nochmal Spikes machen? Spikey. Hier kriegen wir einen ganzen. Der hilft uns denn doch nicht. Dann lassen wir das erstmal. Ach ja. Denn das mit der Stamina, das merkt man jetzt auch beim Block Damage extremst. Finde ich. Also das kommt echt gut bei rüber. Ist aber auch irgendwo interessant gemacht. Also die Idee finde ich gar nicht verkehrt. Es
Deswegen trinken wir jetzt auch erstmal wieder was. Wir haben sowieso ein bisschen Durst. So. Und dann kommen wir auch langsam auf Richtung Level 10 zu, was ich nicht verkehrt finde. Ich bin am Überlegen, ob wir morgen vielleicht doch nochmal zum Händler gehen und uns Eisen holen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob oder ob nicht. Aber gut. Würde ja sagen, was sagt denn ihr dazu? Bis ihr euch meldet, bin ich da oder auch nicht? Was kam noch? Es kamen ein paar positive Kommentare, dass euch gefällt, dass ich das jetzt hier endlich anfange. Und ich muss sagen, es gefällt mir genauso. Hat mich wirklich gefreut, dass ich endlich die Zeit gefunden habe. Und ja, es ist auch für mich schön zu sehen, dass ihr Spaß dran habt. Also schön fleißig mit den Kommentaren beschäftigt und und. Das ja, freut mich wirklich sehr zu sehen. Ansonsten kam noch ein Kommentar zur Forge. Ich könnte mir ja noch eine Forge hinstellen, aber ich nehme jetzt erstmal die da beim Händler. Weil ich möchte höchstwahrscheinlich nochmal umziehen und ja, ich könnte jetzt ein Landclaim-Bock setzen, aber ich meine, ich habe meinen gescrapped. Clevererweise. Bin ich mir nicht ganz sicher. Müssten wir mal drüben gucken. Und ein neuer kostet halt übertrieben viel und dafür brauche ich auch Stahl, glaube ich, ne? Können wir mal gucken hier. Landclaim-Block. Nee, 100 Forge Iron. Gut. Hat sich das ja eh geklärt. Damit hat sich das dann ja eh geklärt. Eine kleine Klopffolge heute. Aber wir nähern uns der spannenden Nacht. Und jetzt stelle ich mir auch schon wieder die Frage. Nee, stelle ich mir nicht. Ich habe sie mir nämlich gerade beantwortet. Ich frage mich nämlich jedes Mal wieder. Tag 7 Horde. Kommt die am Tag 7 um 10 Uhr abends? Oder von 6 auf 7? Aber dann wäre die ja diese Nacht schon da. Das wäre äußerst ungünstig gewesen. Waren wir hier überall schon? Das machen wir mal fick. Da waren wir. Empty, empty. Sehr gut. Moment, das hier ist doch auch Stoff, ne? Nein, Plastik! Plastik ist gut, dann können wir uns irgendwann mal einen Mining-Helm bauen. Hier auch. Ich meine, das ist immer so ein Müll, den lasse ich dann meistens liegen. Aber ja. Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Und, ja, in diesem Sinne. Ich werde jetzt die Nacht über nochmal, also die Nacht über, so die letzten 10 Minuten, ne, letzten 40 Minuten hier noch ein bisschen weiterkloppen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Oder auch einen Kommentar. Immer gern gesehen und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.